Ich werde mit Ihnen versuchen, in 20 Minuten 5 Themen zur Digitalisierung kurz zu besprechen. Das ist nicht so ganz einfach, denn es ist ein spannendes Thema, um ganz ehrlich zu sein, aber trotzdem werde ich es versuchen, in 20 Minuten durchzukriegen und Ihnen damit einiges zu zeigen, das uns so beschäftigt, wo uns das führt. Erstmal die erste These: Wir müssen Digitalisierung als eine Chance sehen. Es ist nicht eine Bedrohung, es ist eine Chance, mit der wir uns weiterentwickeln können. Wissen Sie, in Wirklichkeit ist unserem Geschäft, obwohl ich mit all meinen Kolleginnen und Kollegen ganz begeistert sein, was wir tagtäglich machen, in Wirklichkeit ist es aber total langweilig, muss ich Ihnen sagen. Und man muss nicht vergessen, irgendwie eben sich in die Schuhe von derjenigen, den man bedienen will, zu versetzen, um zu verstehen, was die eigentlich empfinden, was die eigentlich miterleben. Und sagen wir uns ehrlich, wer steht schon morgens früh auf und freut sich darüber, dass sie heute Rechnungen bezahlen können oder so irgendetwas. Es ist ein langweiliges Geschäft. Das heißt, dass wir versuchen müssen, irgendwie doch im Gedankenwelt der Kunden irgendwie unseren Platz zu finden. Wir haben uns eigentlich das Ziel gesetzt, dass wir nicht langweilig sein wollen, dass wir uns weiterentwickeln wollen. Wir wollen Digital Leadership entwickeln auf eine Art und Weise, die dazu führt, dass es den Kunden eigentlich Spaß macht, ihre Bankgeschäfte zu erledigen. Nun, wir haben nicht den Anspruch, tatsächlich liefern zu können an unsere Kunden, dass wenn sie eine Rechnung bezahlen, dass ihr Haben nicht runtergeht. Das wird immer noch so sein, das Konto geht runter, wenn sie eine Rechnung bezahlen. Aber wie sie es machen und wo sie es machen, das können wir beeinflussen. Und das ist, was wir uns versprechen vom Digital Leadership in Deutschland, um den Kunden das Leben einfacher zu machen. Nun, eigentlich ist das gar nicht Neues. Wir haben immer gesagt, unser Ziel ist, Banking transparent und einfach zu machen. Und wir schaffen das eigentlich auch über den letzten 50, mittlerweile über 50 Jahren, erfolgreich anders zu sein. Ich komme noch einmal darauf zurück, aber Sie denken, DiBa steht für Direktbank. Nein, DiBa steht für Digitalbank. Es entwickelt sich weiter halt. Ja? Es entwickelt sich weiter. Und irgendwie sich abzusetzen zu was im Allgemeinen angeboten wird, ist besonders wichtig, wenn man mit einem Unternehmen, mit einem Produkt unterwegs ist, das im Empfinden der Kunden total langweilig ist. Wie kann man sich differenzieren? Wie kann man sich anders aufstellen? Da gibt es viele Aspekte übrigens, aber eine sehr wichtige ist, dass man sich unterscheidet und anders sein kann. Und wenn man das schafft, kann man auch ein sogenannter Game Changer oder disruptiv sein in dieser Branche. Und wir behaupten, dass wir das geschafft haben. Das zweite Thema ist, dass der Kunde das Banking einfach erleben will. Also wissen Sie, wenn es etwas langweilig ist, dann wird man auch nicht die Zeit investieren, zu verstehen, wie das Produkt funktioniert und wieso es so viel kostet, als es kostet. Eigentlich will man das ja gar nicht. Und die Entwicklungen jetzt in digitaler Welt gehen extrem schnell. Hier in Berlin ist ja jetzt im Piloten von Amazon Prime Now unterwegs, der ja innerhalb einer Stunde schon die Güter liefert. Eigentlich wollen wir das auch sein. Wir wollen eigentlich die To-Go-To-Place sein, wo man für finanzielle Dienstleistungen hingeht. Und dann wird es irgendwie geliefert. Aber auf der anderen Seite müssen wir feststellen, dass mit Amazon Prime Now zwar etwas Neues, etwas sehr weit entwickeltes, eine beeindruckende Dienstleistung angeboten wird, der aber grundsätzlich immer noch dasselbe ist. Nämlich man geht dahin, das hat der Amazon schon erreicht, wenn man etwas kaufen will, geht man zu Amazon. Und dann bestellt man irgendetwas, wird geliefert. Nun wird die Dienstleistung weiter optimalisiert, extrem optimalisiert sogar, dass man hat kaum diesen Ankaufsprozess abgeschlossen und das Produkt ist schon da. Diesen Top-Kundenerlebnis wollen wir aber unsere Kunden auch bieten. Und auch die To-Go-To-Place sein für finanzielle Dienstleistungen. Kann eine Bank so etwas liefern? Ich glaube schon. Und da gibt es auch schon Beispiele in der Vergangenheit. Mein eigenes Beispiel zum Beispiel. Für weniger als 5 Jahren konnte ich mich eigentlich, 5 Jahre nur, eigentlich nicht vorstellen, dass ich alle meine Bankgeschäfte, wie ich es heute mache, eigentlich am Flughafen erledige. Meine persönliche Bankgeschäfte. Ich habe mich vorgenommen, und ich brauche es auch nicht, nie wieder meinen Sonntagmittag irgendwie zu opfern, weil ich Rechnungen bezahlen muss, um solchen Quatsch zu machen. Ist ja total langweilig. Und wie geht es dann los? Man weiß, man muss es noch tun, es ist wegen der Woche, liegt es da, dann ist es Freitagabend, man nimmt sich ein Bier, man hat keine Lust, es zu tun, am Samstag mehr einkaufen und schiebt es voraus. Ja? Und dann gibt es diesen dunklen Wolken da am Sonntagmittag, dass man das Scheißgeschäft noch erledigen muss. Ja? Heute nicht mehr, wissen Sie. Und ich habe mein iPad sogar da dabei, aber ich mache es alles hier. Und ich sitze am Flughafen, ich reise relativ viel, verbringe Zeit am Gate und sitze da und erledige mein Bankgeschäft. Ich brauche das nicht mehr zu tun.
Und es ist auch wirklich nicht mehr nötig. Wir brauchen wertvolle Zeit, Privatzeit, Quality Time, nicht mehr zu opfern für die Dinge, die langweilig sein. Und in diesem Moment, dass man das da macht am Gate, hat man diesen Wow-Erlebnis. Es hat geklappt, es war einfach, es ist vorbei, es ist schon erledigt. Und damit wird die Qualität des Lebens wegen der Zeit wirklich gesteigert. Das Zauberwort hier ist Convenience auf Englisch. Einfachkeit. Wie einfach ist es, das wirklich zu tun? Und wie gesagt, ich habe mich selbst überrascht, obwohl ich will so weit gehen, um zu sagen, das Vergnügen haben, mit die talentiertsten und begabtesten digitalen Banker Deutschlands zu arbeiten. Trotzdem haben sie mich überrascht. Übrigens ist es ein ganz wichtiges, Sie haben am Anfang gesagt, an Experten, wissen Sie, die Weisheit liegt in der eigenen Beschränkung. Ich bin kein Experten. Ja? Und ich werde es auch nie alles völlig verstehen. Und ich werde ganz bestimmt nicht verstehen, was morgen angesagt ist. Und das ist die Beschränkung, das ist das, ich weiß, dass ich das nicht verstehe. Meine Aufgabe ist dafür zu sorgen, dass derjenigen, die die Möglichkeit haben, das zu verstehen, eine Stimme haben, die gehört wird. Und eine Stimme, die vielleicht etwas sagt, das ich gar nicht verstehe, aber trotzdem ernst nehmen muss und trotzdem sogar investieren muss und umsetzen muss. Das ist eine andere Art und Stil, damit umzugehen, als wir bis jetzt immer gemacht haben. Komm noch darauf zurück. Kunden erwarten, dass sie jetzt diese Convenience immer und überall immer haben. Zu jeder Zeit, wenn Sie es bestimmen, dass Sie es haben wollen. Die Gedanke, dass eine Filiale Öffnungszeiten hat und dann auch manchmal geschlossen ist, geht ja gar nicht, um ganz ehrlich zu sein. Ich will bestimmen, welche Dienstleistungen ich abnehmen will, in dem Moment, dass ich sie abnehmen will. Das muss immer funktionieren und es muss natürlich sicher sein. Das ist sehr wichtig. Aber diese Transparenz, diese Möglichkeit, jederzeit diese Dienstleistungen abzunehmen, diese Produkte zu kaufen, bedeutet auch, dass man sich selbst einem selbstbewusst sein muss, dass man einen bestimmten Vertrauen hat. Und da hat sich doch etwas geändert. Wir sagen, vertraue dir. Wir arbeiten daran, dass der Kunde das Produkt versteht, die Kosten versteht, wann er es bekommt, wie er es bekommt und so weiter und so fort. Und lassen Sie mal ehrlich sein, es gibt ja schöne Bilder, wie die Bankenbranche eigentlich bis jetzt immer gesagt hat, vertraue mir. Ja? Langweiliges Produkt, langweilige Dienstleistung, man geht zu Schalter und da gibt da ein Typ mit einer Krawatte und ich sage, machen Sie das bitte für mich, denn ich finde es langweilig. Ja. Und das sagt man nicht buchstäblich, aber im Grunde genommen ist das, was passiert. Genauso mit der Altersvorsorge übrigens. Ja. Vielleicht noch schlimmer, dann, wenn man entdeckt, dass man das eigentlich hätte tun sollen, ist es zu spät. Hier hat man wenigstens noch den Druck, dass die Rechnungen bezahlt werden müssen und so weiter und so fort, sonst gibt es kurzfristig Probleme. Und dann geht man zur Bank und dann hat man in der Regel gesagt, gut, da steht der Mensch und der macht das alles für mich, dann brauche ich mich nicht darum zu kümmern. Wir gehen aber halt einen anderen Weg. Und wir sagen, Sie können es auch selber machen. Die Produkte müssen nicht unnötig kompliziert sein und Sie können es einfach zu jeder Zeit selber machen, weil die Prozesse sehr einfach sind. Und das entwickelt sich weiter und weiter in dem Sinne, dass die Hürde, es selbst zu tun, auch immer niedriger wird. Ich gebe ein Beispiel, Fingerabdruckautorisation ist ja viel anders, als man irgendwo, wo habe ich die Tannliste irgendwie dabei, das geht ja gar nicht mehr, um Gottes Willen. Ja. Ich kann einfach überall ganz sicher meine Transaktionen autorisieren mit dem Fingerabdruck. Das hat man sich vor einiger Zeit natürlich nicht vorstellen können, aber es geht immer weiter. Es muss ja nicht nur Fingerabdruck sein, Stimme oder Gesichtserkennung, alles gehört dazu. Und das geht immer weiter und entwickelt sich auch immer weiter. Und auch sehr schnell. Und das ist wohl die größte Herausforderung unter diesen Umständen. Wie sorgen wir dafür, dass diese Entwicklung mitmachen? So wie gesagt, wohl davon bewusst, dass wir unsere eigene Beschränkung haben. Eine größte Möglichkeit, die wir haben als ING DiBa, liegt daran, dass wir Teil einer sehr großen europäischen Bank sind, die in sehr vielen Märkten eine führende oder wichtige Position im Privatkundengeschäft hat. Diese Presi fokussiert sich hauptsächlich auf Privatkundengeschäft. Ja, wir machen nicht nur Privatkundengeschäft, aber das ist der Fokus dieser Presi. Wir haben das Vergnügen, dass in vielen Märkten Kollegen von uns, Kolleginnen und Kollegen von uns, auch mit das Thema Innovation unterwegs sind und diese Dienstleistung versuchen zu optimalisieren. Und die Märkte entwickeln sich in völlig anderer Geschwindigkeit. Für uns als ING DiBa hat es den großen Vorteil, dass Deutschland sich eigentlich langsam entwickelt da drin. Das ist keine Kritik. Es gibt da Punkte, wo man sagen könnte, wir können das helfen zu beschleunigen, aber das Kundenverhalten ist relativ konservativ in Deutschland. Deutsche Kunden sagen halt mal, erst mal schauen, ob es sicher ist, funktioniert das und so weiter. Erst mal anschauen. Ja, also es ist relativ konservativ. Das hat die Bankenbranche übrigens über die letzten 30, 40 Jahre schon geholfen, sich nicht zu verändern.
Hoffentlich ist es nicht zu spät. Wir tauschen uns dauernd aus. So gibt es zum Beispiel besonders in Märkten wie Türkei oder Spanien, entwickelt sich das viel schneller. In der Türkei zahlt man sehr oft schon mit das Telefon an der Kasse. Da sind wir noch weit davon entfernt. Aber auch in Spanien arbeiten wir schon mit Push-Notifications. Das ist immer ein schönes Beispiel, wie weit die Märkte auseinanderliegen manchmal. Wenn der spanische Kunde irgendwie in Madrid durch die Einkaufsstraße geht und er bekommt ein Push-Notification, dass sie sind gerade einen Schuhladen vorbeigelaufen, wo es einen Ausverkauf gibt und sie haben schon seit 3 Monaten keine Schuhe gekauft, vielleicht wollen sie mal reinschauen. Dann sagt der deutsche Kunde, oh meine liebe Güte, was ist denn hier los? Wer schaut mit? Denn das soll die Bank ja gar nicht wissen. Und der spanische Kunde findet es toll, findet es fabelhaft. Er wird bedient, die Bank versteht ihn. Unsere Aufgabe ist, die Middle Ground zu finden. Genau das zu finden, was will der Kunde haben, was will der Kunde nicht haben. Wie kriegen wir es hin, die Kunden rechtzeitig zu bedienen? Also ist eigentlich gar nicht eine Frage der Technologie. Die Technologie gibt es da. Es ist eine Frage, wie sollen die Kunden verstehen. Heutzutage in der Presse wird viel gesprochen über Fintechs und so weiter. Es wird alles ein bisschen populistisch dargestellt, ein bisschen spannend dargestellt. So David und Goliath, die sich aneinander bekämpfen. Ja. Wir glauben, das ist gar nicht der Fall. Ich habe schon gesagt, die Digitalisierung gibt es unglaubliche Möglichkeiten, die Kunden anständig, ordentlich und so zu bedienen, wie die gerne bedient werden wollen. Das heißt aber, dass wir uns auch dafür öffnen müssen. Das heißt, so wie gesagt, dass man auch Themen annehmen muss, die man selber vielleicht nicht so ganz versteht. Dass man auf die Jüngere hört. Dass man eine andere Generation, kannst du klicken, Uli? Dass man eine andere Generation ernst nimmt. Ja? Dass wir nicht uns verteidigen, uns abschließen und sagen, eine Verteidigungslinie aufzubauen den Fintechs gegenüber. Nee, ganz im Gegenteil. Die aufzusuchen, den Dialog zu suchen, zu lernen von das, was die können und die Anerkennung zu geben, dass die ein anderes Profil haben, als was wir haben, das uns ergänzt. Die können kreativer sein, die können größere Risiken eingehen, sind öfters auch organisatorisch und zusammen im Profil einfach anders als wir und erlauben, Dinge zu entwickeln, die wir nicht entwickeln können. Ihr sagt hier gelassen, das heißt aber nicht, dass wir tatsächlich die Augen schließen, das ist übrigens nun nicht so der typische digitale Typ, dass wir zwar die Augen schließen vielleicht, aber wir passen auf, wir sind extrem alert. Wir sind dauernd unterwegs, um zu verstehen, was entwickelt sich, versuchen dauernd den Austausch. Und das ist eine große Aufgabe, denn es gibt unglaublich viele Fintechs, ja, die unterwegs sind und es ist eine globale Szene, um ganz ehrlich zu sein. Also wir können uns gar nicht leisten zu sagen, wir sind häufig in Berlin und reden da mit den Kolleginnen und Kollegen aus der Fintech-Szene über was läuft. Es ist eine globale Szene. Der Fintech ist es eigentlich total egal, ob das Geld aus Silicon Valley kommt oder aus Berlin oder aus Stuttgart oder aus Hongkong. Und die entwickeln Lösungen und die Welt eigentlich ist offen. Nur müssen sie eigentlich dann der Partner finden, der Bank, mit dem sie das Produkt oder diese Dienstleistung tatsächlich weiterentwickeln können. Aber diesen Trend zu Innovationen zu suchen, ist extrem wichtig. Das heißt aber auch, dass etwas in das Gedenken sich ändern muss innerhalb des Unternehmens. Das Unternehmerschaft, Entrepreneurship muss gefördert werden. Und deswegen haben wir auch intern viele Initiativen, Bootcamps, die da stattfinden, Ideen aus der Organisation, die wir rausholen, wie wir helfen, weiterzuentwickeln, tatsächlich umzusetzen. Aber wissen Sie, auch dort viele, viele Dutzende Ideen, die da rauskommen, hunderte sogar, und nur wenige, die umgesetzt werden können, und nur wenige davon, die tatsächlich erfolgreich sind. Und das ist auch eine Tatsache. Wir müssen uns da ändern und viel versuchen und schnell scheitern, wenn es nicht mehr klappt. Und das ist eine Art und Weise von Arbeiten, die die Branche im Allgemeinen und auch uns deswegen nicht so ganz natürlich kommt. Wir haben immer große Projekte. Mit sehr guten hierarchischen Strukturen und harten Abläufen, Budgets, Meilensteinen und so weiter und so fort. Weil wir jetzt eigentlich in einer Welt leben, wo die Entwicklungen ganz schnell sind, wir nicht so ganz genau sicher sind, ob die Kunden es annehmen werden. Wir müssen ja nicht Innovation für Innovation machen. Das kann man auch tun. Tolle, geile Dinge entwickeln, die aber keine Kunde haben will. Also wir müssen es weiterentwickeln, schnell testen, aber schnell vielleicht auch wieder wegschmeißen. Nur diese eine Entscheidung, um zu sagen, wir entwickeln irgendetwas und sagen, das ist gescheit, bis heute eigentlich immer noch, wenn ein Projekt innerhalb einer Bank, aber ein Versicherungsgesellschaft ist genauso, ich kenne die auch, wenn ein Projekt scheitert, ist das ein Versagen, fürchterlich. Ja? Man muss sich über seine Laufbahn Sorgen machen. Das geht ja gar nicht.
Man muss hier viele Dinge ausprobieren und nur die wenigsten werden tatsächlich ein Erfolg sein. Und dann muss man sagen, schalte ich jetzt etwas ab oder halte ich durch? Das beste Beispiel für mich da immer ist PayPal. PayPal ist ja ein tollen, erfolgreichen Fintech. Ja, es gibt auch Leute, Kollegen sogar aus meiner Branche, die sagen, dass es kein Erfolg ist. Ich sehe es als einen Erfolg, aber PayPal ist schon 20 Jahre unterwegs. 20 Jahre bauen die ihn schon dran. Der DiBa 50 Jahre, also so groß ist der Unterschied auch wieder nicht. Ne? Aber die haben es durchgehalten. Ein Beispiel davon ist auch unsere Videolegitimation. Wir haben uns so gefreut, dass das endlich möglich ist. Wir haben ja lange daran gearbeitet, Lobby gemacht, dass man nicht die Mantel anziehen muss, natürlich raus in Sturm und Regen und in Schlangen stehen muss im Postamt, um sich zu identifizieren, bevor man ein Konto bei der ING DiBa öffnen kann. Jetzt schenkt man sich noch einen Kaffee ein oder ein Bier, setzt sich auf dem Sofa und in 8 Minuten ist das Konto eröffnet. Trotzdem, weniger als 20% der Kunden macht's und wir sind schon 1,5 Jahre draußen damit. Unglaublich. Unglaublich. Warum dauert es so lange? Fast unnachvollziehbar. Wir haben aber entschieden, hier bleiben wir dran. Das ist so eine neue Entwicklung, wo wir lange dran gearbeitet haben. Wir geben nicht auf. Eines Tages wird es wirklich so sein, dass Menschen sich nicht mehr in die Schlange anstellen wollen und tatsächlich in nur 8 Minuten vom Zuhause öffnen. Eine unglaubliche Entwicklung, dass man das sieht und trotzdem nicht sofort eine Riesenänderung im Verhalten der Kunden führt. Aber ein bekanntes Phänomen. Ein anderes Phänomen übrigens in diesem Zusammenhang ist, dass auch innerhalb 5 Wochen, nachdem die Entscheidung da war, dass wir es machen können, es 3 andere Banken gab, die es auch schon hatten. Ja? Auch ein Phänomen dieser Zeit. Also lange, sagen wir, einen technologischen Vorsprung zu behalten, kann man vergessen. Eher muss man so agil sein, so schnell reagieren können, so flexibel sein in seiner Organisation, das heißt die IT-Infrastruktur und aber noch viel wichtiger das Denken der Mitarbeiter und der Kolleginnen und Kollegen in die IT und in Prozesse, dass man ganz schnell das Unternehmen entwickeln, umbauen kann, ganz schnell neue Möglichkeiten den Kunden tatsächlich anbieten kann. Und das ist wirklich eine völlig, völlig andere Art und Weise von Denken, Arbeiten und Führen in die neue Welt, in die neue digitale Welt. Das heißt, dass man nicht mehr sich leisten kann, Projektstrukturen mit Timelines und hierarchische, fast militärische Prozesse in diese Projekte einbauen zu können. Deswegen, daher kommt dieses Modewort agil. Jeder redet über agil. Aber wir brauchen es wirklich, Schritt für Schritt, schnell und flexibel diese Dinge umsetzen zu können. Sich nicht abzuschließen, neue Ideen ernst zu nehmen, umsetzen zu wollen. Das ist extrem wichtig und das ist eigentlich die größte Herausforderung für die Branche, glaube ich, meine Damen und Herren. So wie gesagt, die Technologie ist da. Es gibt viele brillante Fintechs, die uns helfen können, diese technologischen Möglichkeiten weiterzuentwickeln. Die Fähigkeit, das im Unternehmen einzubauen und die altmodische Banker dazu zu bewegen, diese Neuigkeiten tatsächlich anzunehmen, das ist die größte Herausforderung. Wenn wir das nicht hinkriegen, haben wir alle ein Problem. Und derjenige, der es am besten hinkriegt, wird auch die beste Bank sein im Auge der Privatkunden. Wird vorne bleiben. Wir behaupten, dass wir besser aufgestellt sind als eine andere Bank, um das tatsächlich auch hinzukriegen. Ich glaube, ihr braucht die nächste Folie, Uli. Damit ich in die 20 Minuten bleibe, will ich abschließen, dass es gibt da noch ein anderes Thema, das aber extrem wichtig ist, das weit darüber hinausgeht. Und das ist das Europa. Also ich bin ein überzeugter Europa, mit oder ohne England, aber ein überzeugter Europäer. Und wir brauchen das Europa, wir brauchen einen Heimmarkt, der weit über das einzelne Land hinausgeht. Dafür brauchen wir vieles. Ja? Dafür brauchen wir eine Vereinigung vom unterschiedenes Kundenverhalten. Ich habe schon erwähnt, das eine Land entwickelt sich ganz schnell, das andere viel langsamer, Konservatismus und so weiter. Wir brauchen aber irgendwie regulatorische Ansprüche, wir brauchen irgendwie eine technologische Infrastruktur, die es uns möglich macht, als Europa diese Entwicklung mitzumachen. Das ist eine sehr große Herausforderung. Aber am Ende des Tages muss es doch wirklich so sein, dass eine deutsche Bank Kunden auch Kunde sein kann von einer spanischen Bank. Und dass das Verfahren eigentlich genauso ist. Wenn wir das nicht tun,
werden wir in diesem Wettbewerb auch nicht mithalten können mit den Amerikanern und mit den Chinesen, Leute aus Indien, Japan und so weiter. Es gibt da eine Riesenentwicklung und wir müssen wirklich uns Sorgen darüber machen, dass wir diese Entwicklung nicht verpassen, dass wir da mitmachen können. Und da haben wir noch einen sehr, sehr, sehr langen Weg zu gehen, um das mithalten zu können. Es ist am Ende des Tages aber auch wichtig, um die Kunden zufriedenstellen zu können. Denn diese Entwicklung, so wie gesagt, die zwischen den unterschiedlichen Ländern stattfinden, wo es entweder kein Glasfasernetzwerk gibt, obwohl es in einem Land nicht möglich ist, einen Kredit abzuschließen im Internet, so wie eigentlich jetzt hier so der Fall ist. Anbieter von Produkten können ihr eine Art Zahlungsprogramm anbieten können. Aber wenn sie einen Konsumentenkredit aufnehmen wollen, geht es nicht, weil sie unterschreiben müssen. In anderen Ländern kann man sich das kaum vorstellen. Es liegt weit auseinander. Geldautomatengebühren, die fast 4 Euro in Deutschland, verrückt in die Augen von anderen Ländern Europas. Aller Ländern Europas. Ja? Also es gibt da große Unterschiede, die sehr, sehr bedrohend sind für jedes Land einzeln, aber auch für das Vereinigte Europa, dass wir in diesem Wettbewerb mitmachen können. Und das ist ein sehr wichtiger Bestandteil, diese Digitalisierung, damit die Kunden am Ende des Tages bekommen, was sie verdienen. Und das ist die beste, schnellste, einfachste und transparenteste Lösung, die wir Ihnen bieten können. Ich danke für eure Aufmerksamkeit. Ich bin